Ja, darf ein Coach einen Coach bemühen? Natürlich darf er das. Oder sie. Ich kann nur sagen, ich habe in den letzten 2 bis 3 Tagen hier eine riesengroße Transformation für mich durchmachen dürfen, denn ich bin zu einem Coaching, das ich gebucht habe, gegangen, das mich weiterbringen darf in meinem Business, in dem, was ich in die Welt bringen möchte. Und ja, ich kann nur sagen, es war ein wunderbares Erlebnis, denn was mir es wieder gezeigt hat, ist, du kannst als Coach 100.000 Methoden haben, du kannst sie für dich anwenden, du kannst ganz, ganz viel Transformationsarbeit für dich selbst leisten, aber es gibt einen bestimmten Punkt, an dem du deinen blinden Fleck irgendwie nicht erkennen kannst. Und wenn du das spürst, dann ist es wichtig, dass du dir jemanden nimmst, der dich reflektiert, der dich dahin führt, dass du dir diese Fragen, die notwendig sind, in deine Leichtigkeit wiederzukommen, in dieses Glücklichsein mit sich selbst sein, im Herzenssein kommt, dann ist es wirklich wichtig, sich jemanden zu nehmen. Denn ich habe das wieder selbst im Coaching gemerkt, wenn dich Dinge bewegen, wenn du Blockaden hast oder Glaubenssätze, die du vermeintlich gelöst hast mit dem Verstand, sie sind noch lange nicht im Herzen angekommen. Und ein Coach, der dich begleitet, der dir die richtigen Fragen stellt, der da ist für dich, der dir zuhört und bezeugen kann von dem, was du sprichst. Und bezeugen heißt nicht, dass er dir sagt, das ist gut oder schlecht, sondern es geht darum, dass er dir zuhört, dass du es aussprechen kannst und dass es eine Adresse hat, die das annehmen kann und ja, dieses Reflektieren heißt eigentlich nur Dasein und das ist schon wichtig. Ich erlebe das oft in meinen Coachings, dass es gut ist, die richtige Frage zu stellen und dann einfach auch dem Coachee die Möglichkeit zu lassen, seine Erkenntnisse zu sammeln, zuzuhören. Und ja, man spricht ja immer nur mit sich selbst am Ende. Und das ist eine tolle Erkenntnis für mich auch wieder gewesen. Es ist genau das, was ich brauchte, um meine persönliche Leichtigkeit wiederzufinden, die Kamera in die Hand zu nehmen, zu reden. Und ja, ich mag dir einfach nur sagen, wenn du Lust auf Leichtigkeit hast, wenn du endlich wieder in deiner Leichtigkeit leben möchtest, und es ist egal, ob das jetzt beruflich oder privat ist, in Beziehung ist oder zu einer Sache, die du gerne machen möchtest, ich weiß, ich kann dir helfen, die richtigen Fragen zu stellen. Und das ist mein Business, was ich in Zukunft wirklich intensiv betreiben werde, mit Menschen zu gehen, die willig sind, in ihre Veränderung zu gehen und diese Leichtigkeit ins Leben wiederbringen wollen. Und ja, lade ich dich ganz herzlich zu ein. Wenn es dich ruft, melde dich.